Hallo ihr Lieben, ich bin's, Oktober May, und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man eine Analdrüse ausdrückt vom Hund. Das hier ist meine Golden Retriever-Hündin Johanna und die hat eine Analdrüsenentzündung, die wird jetzt mit Bitril behandelt den vierten Tag. Also zuerst müsst ihr den Schwanz immer hochnehmen, damit der Popo so ein bisschen rauskommt, und dann sind die Analdrüsen eigentlich hier so bei 4 und 8 Uhr, wenn das da oben die 12 ist. Okay, also ihr setzt dann hier an, ich mache das mit zwei Fingern, Daumen und Zeigefinger, und dann versucht ihr die zu tasten, und die fühlen sich so erbsgroß an, wenn die nicht zu feste, genau, entzündet sind, und das pulcht dann da so richtig raus, und bei Johanna ist das jetzt ein bisschen blutig und die schlecken das für ihr Leben gerne auf, aber die stinken dann auch ganz arg aus dem Maul, deswegen kippe ich da jetzt mal lieber ein bisschen Wasser drauf. Okay, das war's. Der Hund hat jetzt erstmal Ruhe. Ich sage danke fürs Zugucken und ich melde mich dann wieder, wenn das verheilt ist und ich das nochmal mache, damit ihr nochmal genau gucken könnt und das bei eurem Hund auch machen könnt. Tschüss, sagt Oktober May.